LOL! Ich hab mich verfahren! What the fuck? Ich komme meinem eigenen Labyrinth nicht klar. Das ist eine Sackgasse! Nee, ist es nicht. Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Ich habe wieder eine Map gebaut. Ich habe letztens für euch ja ein Röhrenlabyrinth gebaut. Jetzt habe ich mal ein richtiges Labyrinth gebaut. Ich finde, dass es auf... Also nicht unbedingt, dass es anspruchsvoller ist, aber was schwierig ist, dass man maximal diese 150 Elemente verbauen kann und dann ist fini. Von daher habe ich versucht, das Beste draus zu machen. Ich kenne natürlich den Weg. Also meine Empfehlung an euch. So, jetzt geht's nämlich los. Zack, hier haben wir den Checkpoint. Ab dann geht's ins Labyrinth. Ihr seht schon, gewaltige Mauern, die Tore von Gondor. So, ihr seht auch, wo das Ziel ist. Ich habe es aber bewusst so gemacht, dass dort, wo das Ziel ist, auch nicht zwingend gleich die Lösung zu finden ist in dem Labyrinth. Aber meine Empfehlung jetzt, schaut in die Beschreibung, zieht euch die Map, macht kurz das Video aus. Versucht es selber, schreibt mir dann in die Beschreibung, wie lange habt ihr gebraucht. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich ein bisschen herum, werde auch nicht gleich den richtigen Weg fahren. Aber ich gebe euch jetzt 5 Sekunden Zeit, damit ihr das Video ausmacht, die Map runterladet, spielt und dann erst im Nachhinein das Ganze wieder schaut. 3, 2, 1 und jetzt fahre ich selber hinein. Ihr seht, dass diese großen Erhöhungen hier teilweise nicht ganz am Boden liegen, dass, ja, das ist zwar meine Schuld, aber es ist nicht unbedingt gewollt. Also mal hat es geklappt, mal nicht. Ist glücklicherweise nicht schlimm, denn man kann sich nicht unbedingt daran orientieren. Ihr seht ein gewaltiges Labyrinth, viele kleine Gänge. Man kann sich super leicht verfahren. Genauso sollte ein Labyrinth aussehen. Ich habe ja schon mal ein Labyrinth-Map aufgenommen für euch, bin sie gefahren. Und zwar war das eine Map... Ich meine sogar von der Community, da hat jemand extra eine gebaut. Auch gerne könnt ihr mir natürlich Labyrinth-Maps bauen, das finde ich mega. Ich finde auch diese riesigen Hallen, so wie hier, im Gefallen mit diesen Erhöhungen, das sieht so imposant, so verwirrend aus. Also ich habe eine riesige Plattform, mehrere Plattformen hier unten erstmal gestellt. Man sieht, wo eine Plattform endet, an den grauen Streifen, die wir teilweise erreichen. Hier, boah, wir sind immer noch nicht... Achso, doch, komm mal, und hier... Habe ich manchmal auch was offen gelassen. Ich habe sogar einmal was offen gelassen, wo man sogar langfahren kann. Dass man vielleicht denkt, ah, der Povrot hat sich gedacht, man muss außenrum dann nochmal zum Ziel fahren. Aber das ist alles Pustekuchen. Also es gibt auf jeden Fall eine ganz andere Lösung. Ich zeige euch aber trotzdem ein bisschen das Labyrinth. Extra auch alles in denselben Farben gehalten. Auch das würde ich euch, glaube ich, empfehlen, wenn ihr eine Labyrinth-Map baut. Denn das ist unheimlich verwirrend. Wenn du nämlich verschiedene Farben hättest, könntest du dich... leicht orientieren, also hättest du Orientierungspunkte, an denen du dich festhalten könntest. Und warte mal, bin ich jetzt gerade selber verloren, oder? LOL. Okay. Oh shit. Wäre ich gleich den richtigen Weg gefahren, dann wäre ich jetzt schon am Ziel. Also das ist eigentlich ganz interessant, dass man, wenn man den richtigen Weg kennt... Hier ist eine Sackgasse! Wenn man den... Und hier, guck mal. Da denkst du, ah, hier ist bestimmt das Ziel. Auch nicht, Arschlecken. Also ich habe mir schon ein bisschen was gedacht hier, wenn ich das Ganze so verbaut habe, Teile offen gelassen habe. Also alles ist gewollt, bis auf die Tatsache, dass das hier nicht bündig zum Boden steht. Aber das ist im Editor, ja keine Ahnung, vielleicht gibt es da einen Tipp. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, deshalb habe ich es natürlich auch so gelassen. Würde ich es schlimm finden, dann würde ich das niemals so machen. Denn die Maps, die ich veröffentliche... Die müssen mir einfach selbst in erster Linie gefallen, denn ihr habt jetzt auch mir in der Beschreibung wiedergegeben, dass ihr den Stil eigentlich mögt. Und ja, von daher, wenn ihr ihn mögt, möchte ich auch meine eigene Handschrift so behalten. Und das, was mir gefällt, gefällt dann ja zum größten Teil auf jeden Fall auch euch. Die Resonanz ist gigantisch. Hä? Ich bin wieder in der... Oh, fuck. Habe ich mich echt verfahren im eigenen Labyrinth? Ich weiß ja, also ich weiß nicht ungefähr, wo ich... Ich weiß nur von Anfang, wo ich hin muss. Weil, als ich die Map getestet habe, habe ich sie in 50 Sekunden oder in einer Minute gefahren. Wenn man weiß, wohin, dann ist es, ja, dann ist es auch nicht so schwer. Aber jetzt ist das Problem, dass ich falsch rumgefahren bin und gerade... Ich weiß, man muss... Ja, es ist schon so ein, wie so ein... Na, nicht vielleicht ein geheimer Korridor, aber es ist ganz leicht zu übersehen, wo man hin muss.
Yo, und ich übersehe es gerade einfach total. Please. Ich bin gespannt, was eure Zeiten sein werden. Bestimmt wird es auch jemanden geben, der, so jemanden gibt es immer, der sofort den richtigen Weg findet, so wie Kev mich einfach in 30 Sekunden beim Verstecken gefunden hat. What the fuck? Das war der Überrekord. Und keine Sorge, Verstecken wird auch wieder kommen. Haben wir schon aufgenommen, vorbereitet, weil Kev ja nach Australien fährt. Und ich, apropos fahren, habe mich gerade total verfahren. Okay, ich muss nochmal den Eingang finden und dann finde ich auch schnell das Ziel. Ich dachte, hier wäre der Eingang. Was zum verdammten Zückerle. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Hier rein? Ist das der geheime Gang? Ist das der geheime Gang? LOL! Ich hab mich verfahren! What the fuck? Ich komme meinem eigenen Labyrinth nicht klar. Hier ist eine Sackgasse! Nee, hier ist es nicht. Ah! Ah! Wo zum Teufel muss ich hin? No! Ey, das ist doch nicht wahr. Ich bitte dich. Hier wäre zum Beispiel auch ein guter Punkt. Habe ich mir fast überlegt, um hier irgendwie rauszukommen. Wenn man da schnell dran vorbeifährt. Wobei es auch darauf ankommt, aus welcher Seite du fährst. Mhm. 6 Minuten 20 im eigenen Labyrinth gefangen. Na gut, am Anfang habe ich bewusst erstmal den falschen Weg genommen. Ich wollte euch auch ein bisschen was zeigen. Es muss hier doch irgendwo einen Gang geben, ey. Hier ist was. Aha. Aha. Auch nicht. Oh, please. Please. I'm lost. Ich habe auch extra auf weitere Elemente verzichtet. Also sei es Stoppschilder, Büsche, irgendwas. Du darfst dich halt an nichts orientieren können. Das ist das Beste. Und das ist auch gerade mein total verdammtes Problem. Ich habe diese Map gestern gebaut. Und ich habe euch schon mal gesagt, wenn man so eine Map dann nach ein paar Stunden schon allein spielt. Ich sag nicht mal eine ganze Nacht. Nach ein paar Stunden, dann vergisst du schon, wo es lang ging. Ah, oder was du dir bei den einzelnen Sachen gedacht hast. Und vor allen Dingen, wenn ich schon zwischendrin anfange, eine neue Map. Hier ist eine Sackgasse. Okay, dass man hier nicht durchkommt, finde ich gut. Das habe ich auch so gar nicht getestet, ehrlich gesagt. Ich weiß sogar, dass wir ein paar offene Stellen gar nicht gesehen haben. Also ich fahr mal. Was ist das? Boah, really? 8 Minuten gefangen? Puh! Ja, toll. Wisst ihr, wo das Ziel ist? Da oben. Man muss nämlich irgendeine Stelle finden, wo man hochfahren kann. Ey, come on, come on. Ich bin so lost. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Hier scheint mir eine Sackgasse zu sein. Junge, irgendein kleiner Gang. Ein bisschen zur Seite. Aus hier. Ah, es ist kein kleiner Gang. Das muss schon etwas kleinerer sein. Ah, hier ist auch kein Gang. Das ist auch kein kleiner Gang. Das ist wirklich so ein bisschen kleiner, schmaler. Really, 9 Minuten Tomek im eigenen Labyrinth. Das ist peinlich. Das ist fucking peinlich. Ein kleiner Gang. Nee. Aha. 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 Gott sei Dank.
Oh man! Ey, jetzt fällt die ganze Anspannung von mir ab. Ich habe mir echt, ey, ehrlich, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Nicht, dass das hier, weil ich 20 Minuten, jetzt, also 10 Minuten im eigenen Labyrinth finde ich auch schon hart. Aber hier geht's hoch, Bob. Du kommst in eine Röhre. Die hat oben keine Öffnung. Alles klar. Alles klar, dreh dich! Ah! Okay. Aber das ist schon genau der richtige Weg. Du musst halt nur oben auf der Straße landen und von der Straße aus musst du dann... Von der Straße aus musst du dann über Rampen und dann zum Ziel fahren. Okay, jetzt haben wir's. Wunderbar. Also, jetzt geht das Labyrinth im Grunde weiter nur oben. Eigentlich ganz... Ja, ganz cool gemacht. Ich wollte die Strecke dann am Ende auch so lang wie möglich machen. Obwohl ich dazu sagen muss, hier ist es schon... Es ist sehr simpel. Hopp, einmal rüber. Mit nicht zu viel Speed. Sonst bist du raus und musst das Labyrinth nochmal fahren. Und dann, ich fahre jetzt aber auch schon den richtigen Weg. Jetzt erinnere ich mich. Hier eine schöne, lange Gerade. Du hast ja keine Ahnung, wo du hin musst. Kannst dich aber einfach jetzt in Richtung... Da sehen wir es schon. In Richtung Ziel orientieren. Und da sehen wir auch schon die nächste Rampe und das ist die letzte Rampe und dann haben wir es und ich bin so happy, dass das jetzt geklappt hat. Puh, sonst, ja, sonst hätte ich ein... sonst hätte ich ein Problem. 11 Minuten, ich denke, der ein oder andere von euch wird es auch schneller packen. Schreibt mir mal, ja, wie euch das Labyrinth gefällt, wie ihr die Qualität auch... Ja, wie euch doch die Qualität, wie leicht man sich verwirren kann. Schreibt mir alles, was euch dazu einfällt. Gibt vielleicht auch dem Labyrinth so eine Wertung von 1 bis 10. Also 10 von 10 ist das Beste, 1 von 10 wäre das Schlechteste oder 0 von 10. Und da bin ich gespannt. Und fahrt es selber und schreibt mir mal die Zeit. Also ihr könnt mir eigentlich die Zeit und die Wertung alles in einem gleich in einem Post schreiben. Unten jetzt genau rein, wenn ihr die Map dann auch gleich gefahren seid. Und ich danke euch fürs Zuschauen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ich bin euer Tomek und mache mich jetzt einfach ans Bauen der nächsten Map. Ciao, ciao.